wenn wir jetzt mal die Ebene von Heilung und Traumaheilung und Veränderung hinter uns lassen, dann können wir sehen, es gibt Erscheinungsformen und etwas, was das, was erscheint, wahrnimmt. Erscheinungsformen gibt es auf allen möglichen Ebenen. Sinneseindrücke, Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken, Energieräume, energetische Erlebnisse, Erscheinungsformen, Zustände. Alles, was erscheint, ist nicht das, was es wahrnimmt. Es gibt noch etwas, was das, was erscheint, wahrnimmt. Und es kann ja nicht dasselbe sein wie das, was erscheint, weil um etwas wahrzunehmen, braucht es Trennung. Wir sind in der Regel völlig verschmolzen und identifiziert mit den Dingen, die erscheinen. Und wir haben den Fokus verloren, wer wir sind, nämlich das, was alles wahrnimmt. Also anstatt in dem, was alles wahrnimmt, im Zeugen zu ruhen, sind wir völlig verloren in den Erscheinungsformen. Und dadurch vergessen wir uns. Dadurch wissen wir nicht, wer wir sind, was wir sind. Und wir nehmen uns nicht wahr. Und das kann man auch gar nicht. Wir können uns selbst nicht wahrnehmen, das, was wir wirklich sind. Wir können uns nur daran erinnern und das Sein. An das Sein erinnern. Und ich mache immer gerne das Beispiel und fordere Menschen auf, mal zu versuchen zu existieren oder zu versuchen, das zu verhindern, dass man existiert. Und da wird schnell klar, dass unsere Existenz an sich da ist, ohne Anstrengung. Wir können das nicht machen oder verhindern. Da ist zumindest etwas, was wahrnimmt. Wir sagen dann ich. Und das, was wahrnimmt, um das geht's letztlich. Und das können wir nur sein. Wir können das nicht erfahren, weil um was zu erfahren, muss etwas getrennt von uns sein. Und wenn wir genau hinschauen und vielleicht unser Zentrum wieder zurückbringen zu dem, was wahrnimmt, also von den Erlebnissen, von den Zuständen, von den Sinneseindrücken, von den Erscheinungsformen, den Fokus zurücknehmen zu uns, zu unserer Existenz, zu unserem Sein, zu dem, was da einfach ist, ohne Anstrengung. Wenn wir das machen, dann stellen wir fest, dass das, was wahrnimmt, immer da ist in allen Zuständen und Umständen, sowohl in glücklichen als auch leidvollen. Da ist immer etwas, was alles wahrnimmt. Mitten in Depression, mitten in Ekstase, in Glück, in Verliebtsein, in Enttäuschung, mitten im Lärm, im Gestresstsein, im Verbundensein. Alles, 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 alles sind nur Umstände und Zustände. Und je extremer die sind, egal in welche Richtung, desto mehr ist die Tendenz, uns selber zu vergessen, dass da in der schlimmsten Hölle immer noch das ist, was wahrnimmt und mit dieser Hölle nichts zu tun hat in Wirklichkeit. Und auch in die andere Richtung. In den größten Glücksmomenten ist immer etwas da, was dieses wahrnimmt. Und auch damit hat es nichts zu tun.
dieser Zeuge, der ist losgelöst von Glück, von Leiden, von allen Umständen, von Hoffen, von Erfüllung, von Verbinden, von Trennen. Der ist jenseits von allem und nimmt alles gleichzeitig wahr. Und natürlich ist es gut, positive Zustände und Umstände zu erzeugen. Das ist ganz wichtig. Aber trotzdem ist da etwas, was jenseits auch davon noch ist. Und irgendwann geht es darum, mehr und mehr sich an dieses Zentrum zu erinnern, was unberührt ist von Glück, von Leiden, von Indifferenz. Und je mehr wir dahin zurückkehren, zu dem, was einfach so ist, wir sagen da zwar ich zu, können wir auch bei bleiben erstmal, aber dieses, was da ist, das ist ganz still und friedlich. Das bewegt sich nicht. Das ändert sich auch nicht. Das, was schaut, das, was durch deine Augen schaut, ist absolut still, unbeweglich. Das ist Bewusstsein, Liebe, Freude, alles zusammen gleichzeitig. Wenn du mal schauen möchtest, was ist das eigentlich, was durch deine Augen schaut? Das ist ja etwas, was nicht denkt. Dieses Schauen durch deine Augen ist ja kein Denken. Und wenn du da immer mehr hinschaust, das immer mehr an sich wahrnimmst, was wahrnimmt, dann kommst du dir wieder näher. Und je näher wir dem wieder kommen, desto mehr können sich die ursprünglichen Qualitäten zeigen. Und diese ursprünglichen Qualitäten, die sind jenseits der Polaritäten. Das ist Grenzenlosigkeit, Unendlichkeit, man könnte sagen Gott oder Seele oder Licht. Und das ist so weit jenseits von allen Polaritäten. Dass es sich echt lohnt, dahin zurückzukehren. Und das Einstiegstor ist Achtsamkeit und Liebe. Und die Vertiefung findet sowohl im Alltag, in der Verlangsamung statt, als auch in der Meditation. Und wenn man ganz und gar in sich hineinsinkt, in das, was da ist, was da wahrnimmt, dann stellt man fest, dass es kein festes Etwas ist. Wir sagen zwar ich, aber in Wirklichkeit ist das nichts, was man greifen kann, sondern das hat keine Form, das hat keine Grenzen. Es ist nicht so, dass wir bei uns dann rauskommen, sondern wir lösen uns quasi nach innen, nach außen, in die Grenzenlosigkeit auf. Und dabei treten auch die Eindrücke, die Erscheinungsformen zurück. Das heißt, die Sinneseindrücke treten in den Hintergrund, die Körperwahrnehmung, die inneren Bilder, die Energieräume. Und wenn man das alles nach und nach in Ruhe lässt und da nicht mehr dran greift und festhält, dann versinkt das alles und verschwindet. Und wir kehren zurück. Das heißt, die Wahrnehmung kehrt zurück zu sich selber. Und dann ruht das, was ist, in sich selbst. Und dann verschwindet sowohl die Welt als auch das, was wir vorher ich genannt haben. Die ganze Trennung löst sich auf. Und am Ende kommt das, was man im Osten Samadhi genannt hat, wo alles verschwindet. Und doch ist das die höchste Erfüllung.